Wir warten. Können wir mal gucken, wie spät haben wir es jetzt? Ja, kurz vor 5. Oh ja, da geht die Sonne auf. Geil. Oder? Schon, ne? Ist anscheinend auch noch ein Burggraben. Es wird auf jeden Fall langsam heller. Und es regnet schon wieder. Jetzt sieht man hier auf jeden Fall was. Die hätten sich auch im Dunkeln locker ranschleichen können, also. Okay, wir rennen den einfach mal nach. Was zur Hölle machst du? Sich dieser selbsternannte König die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Sigismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Aber du wirst womöglich noch überrascht. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Sei gegrüßt, Herr von Thalmberg! Das ist er! Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr, oder willst du so enden wie sie? Ich bin Herr Markwart von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen, und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. Die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen? Indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Markwart. Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Thalmberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches?
Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzig Kobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitzer Minen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Thalberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig Kobilla nicht hier in Thalberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr. Wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr! Lebt wohl! Ich glaube, die klagen uns nicht an. Zumindest, wenn wir ein bisschen Glück haben. War anscheinend der König. Mein Herr, du hast meine allergrößte Bewunderung. Gehen wir zurück an die Arbeit, Robert. Ich muss die... Oh, wir haben noch die Fackel. Was ist denn? Ich muss mit dir reden. Ganz dringend. Glück und Gesundheit. Deshalb brannte Sigismund Skalitz nieder und kam dann hierher. So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Herr Robert, ich muss nach Skalitz. Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Ja. Meine Eltern starben dort. Und ich lasse nicht zu, dass die Hunde über sie herfallen. Grundgütiger Junge,
Willst du dein Leben für jene wegwerfen, die ihres nie mehr zurückbekommen? Das hätten sie kaum gewollt. Vergiss es. Was ist denn Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter. Aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf. Allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übelgesinnt waren. Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels Vetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn? Tja, was glauben wir? Wegen Kornspeicher? Zum Plündern? Ich denke mal, das ist ein strategisch wichtiger Punkt. Weil wir haben Minen gehabt. Das war es eigentlich auch schon, oder? Was wir so jetzt erfahren haben. Und wenn wir wirklich so eine Silbermine hatten, ist das natürlich ein strategischer Punkt. Aufständische. Könnte auch sein, dass sie sich gegen den König aufgelehnt haben. Wie zum Beispiel der Deutsche nicht. Der hat sich nicht gegen Sigismund aufgelehnt. Der war ja für Sigismund. Kornspeicher hat man ja schon. Ja, das ist glaube ich eher weniger. Zum Plündern könnte wohl möglich sein, aber ich glaube eher strategisch ist natürlich wichtig im Kampf. Ne? Hast du so einen schönen Punkt, wo du Geld machen kannst, also wegen der Silbermine. Dann kannst du natürlich auch damit deine Rüstungen, Waffen, alles damit finanzieren. Ne? Nicht alles, aber auf jeden Fall mehr, wie hättest du den Punkt nicht. Weil die Stadt strategisch gut gelegen ist und starke Befestigungsanlagen hat, wodurch man sie als Basis für weitere Angriffe und zur Kontrolle eines ganzen Gebiets nutzen kann. Keineswegs. König Karl, möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenberg Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. Woher kommen diese Kumanen eigentlich? Ich weiß nicht viel über sie, bloß das, was der Kämmerer sagte. Sie kamen wohl aus dem Osten nach Ungarn und ließen sich dort nieder. Es sind gottlose Barbaren und gnadenlose Krieger. Früher waren sich alle einig, dass die ungarischen Könige sie nicht verpflichten sollten, weil sie ehrlos sind. Aber wenn es um Macht und Geld geht, ist Ehre nur noch einen feuchten Dreck wert. Und glaub mir, es geht immer um Macht und Geld. Genau. Und alle damit umgehauen hat. Das glaube ich nicht. Keiner kann sowas. Heilige Jungfrau Maria. Gehört. Scheiße. Wir sind dem Tod gerade noch von der Schippe gesprungen. Und wie wir das sind. Hey du. Bisschen Smalltalk. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Keine Sorge, wir sind sicher. Gibt es hier jemanden, der mit Waren handelt? Votava, so ein zaundürrer Geselle. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Er kauft alles, was von Wert ist. Und würde sogar seine eigene Großmutter verhökern, wenn er sie nicht längst verhökert hat.
Was in Herrgotts Namen stimmt mit dir? Was hältst du davon, dass Sigismund abgezogen ist? Das war vielleicht ein Glück. Ich weiß, alle reden davon, wie schlau Herr Divisch ist und so. Aber das war eine heikle Sache. Dieser Sigismund ist unberechenbar. Er entführt den König, überfällt Städte, schafft fremdländische Söldner ins Land. Gott weiß, was er als nächstes vorhat. Und du hast selbst gesagt, dass du Wilma kein Wort glaubst. Also hör auf, dich dauernd selbst zu martern. Alles ist gut. Und so wird's auch bleiben. Ja, hast du diese fürchterlichen Fremdlinge gesehen? Alles ist gut. Die mit den seltsamen Kleidern und eisernen Masken? Ja, hab ich. Ein schrecklicher Anblick sind die. Hab gehört, sie fressen die Gefangenen. Hier ist's gleich, wer auf dem Thron hockt. Da ist er. Gott sei mit dir. Handeln? Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir tragen können. Das Blöde ist, wenn wir zu viel tragen, wären wir darauf schneller schwach, ne? Kommen wir mit dem Hammer da. So. Jetzt haben wir hier Geschwindigkeit 16, das merken wir uns mal. Pfeilchen. Wir wollen ein bisschen mehr rausholen. Besprechen wir den Preis. Ja? Also. Das ist Zeitverschwendung. Okay, das war zu viel. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. So, die Axt, den Hammer. Reden wir über den Preis. Ja? Einverstanden? Weniger. Zwei, drei auf 2,5, ja, ist egal. Machen wir. Da schlag ich zu. Kann man schon machen. Okay. Vielleicht können wir ja doch die Burg verlassen. Viel Gesundheit. Ich muss hier raus. Und ich läge gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Divisch befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht. Meine Eltern wurden wie Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund.
Entweder du überzeugst Herrn Robert, oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Was soll ich mir bitte ausdenken? Was weiß ich? Eine Verkleidung vielleicht, damit ich dich nicht erkennen kann. Wenn ein Thallenberger Wachmann in voller Gewandung aufkreuzt, lasse ich ihn natürlich raus. Ist doch klar. Na gut. Ich versuche etwas aufzutreiben. Gibt es hier irgendwo einen Händler? Hast Hunger, was? Du solltest zur Köchin gehen. Sie hat ein gutes Herz. Besonders, wenn du Geld hast. Für alles andere geh zu Votava. Er ist kratzbürstig wie eine nasse Katze. Kann dir aber so gut wie alles besorgen. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Er ist leicht zu erkennen. Er sieht aus, als hätte er in seinem Leben noch nie eine anständige Mahlzeit gehabt. Diese Sache mit Sigismund ist letzten Endes gut ausgegangen, nicht wahr? Und wie? Ein guter Anfang. Und als nächstes jagen wir ihn und seine Kriegshuren aus Böhmen fort. Okay, also wir müssen uns halt ein bisschen verkleiden. Dann lässt er uns raus. Die Frage ist, wo wir uns verkleiden. Was ist das? Thallenberger Rüstung. Hey, grüß dich. Hoffentlich kommt hier keiner rein, ey. Okay, wir haben einfach mal beide mitgenommen. Kommen wir hier wieder raus. Was zur Hölle war das? Hey, du hast hier nichts zu suchen. Scher dich fort oder ersetz was. Okay, wir wurden fast erwischt. Was war das denn? Irgendwas fehlt uns dann wahrscheinlich hier noch. Schwer, schwer.
Tja, nichts drin, ne? Was treibt... Ist das dein Ernst? Hey, pass auf! Ja, nein, alles gut. Suchst du jemanden? Da kommt ständig einer rein, ey. Also, wir brauchen einen Dietrich. Grüß dich. Hey! Hast du Dietrich? Hast du einen Dietrich? Können wir handeln? Wenn du Geld hast? Ohne Dietrich kommen wir da nicht weiter. Dietrich. Was kostet denn einer? 18. Ich könnte 18 kostet einer. Die verfallen anscheinend. Ich habe nämlich nur eine. Ist das schlecht. Satellit 96, das kann man den verkaufen. Das ist schlecht. Komme ich an den Dietrich ran? Teufelsnamen, glaubst du, was du da machst? Wenn du dich nicht verpisst, alles gibt's Ärger. Die Pest ist los. Eisige Winter. Zum Morgen stecken Magere unsere Köpfe Herzen alle auf Pfählen. Was in Herrgotts Namen stimmt nicht? Optional. Wie kommen wir an die Rüstung ran? Okay, der hat nichts Neues. Geht auch nicht drüber hupfen. Vielleicht hat aber jemand so einen Schlüssel. Der muss jetzt hier schaufeln, oder was? Nein! Jetzt habe ich aus Versehen gedrückt, aber vielleicht weiß die ja was. Gibt es hier jemanden, der mit Waren handelt? Versuch's bei Votava. Er ist so miesepetrig wie Dürr, aber er kann alles besorgen. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Sigismunds Besuch heute Morgen war besorgniserregend, was? Oh ja, seine Streitmacht ist riesig. Gut, dass Herr Divisch so ein guter Redner ist. Die hätten uns wie Ameisen einfach zerquetscht. Ja, da mal echt Schwein gehabt. Was zur Hölle machst du da? Jetzt suchen wir mal die Madame hier, die Herrin. Das ist die Dorfbewohnerin. Kann ich da naschen? Nö.
Okay, wo kann ich hier was kaufen? Sigmunds Armee? Das war knapp heute Morgen, was? Würdest du Herrn Divisch wie ich kennen, wärst du nicht so bekümmert. Der Kerker hat zwar seiner Gesundheit geschadet, aber ein listiger Fuchs ist er dennoch geblieben. Wirklich? Er ist nicht umsonst Burggraf des Königs. Die Leute erzählen sich noch heute, wie er den Disput zwischen Vater Pech und Herrn Pribig schlichtete. Ich würde gerne etwas kaufen. Sicher, Junge. Was hat sie denn hier? Brot, Brezel, Brötchen, Honig, Milch. Süßer Pfannkuchen. Lecker. Ah, ganz schön teuer, ey. Können wir gerade mal 3 Stück kaufen. Und dann sind wir auf Pleite. Vermögen des Händlers 20. Wir haben 4,7. Anfälligkeit 55. Was heißt das? Einen Sack geholt. Wir hätten hier aber noch gerades Brot. Und Käse. Alles klar. Aber wir wollten ja die Herren suchen. Und ich weiß nicht, wo die rumrennt. Da waren wir vorhin schon drin, alles klar. Was ist das? Irgendein Kapuff. Hey! Das sieht aber hier schön aus. Frage ist, wer ist hier drin? Hier ist ein Bettchen. Das sind alles private Schlafgemächer. Kann man beten? Alles klar. Oder beichten? Da hängen jetzt Klamotten rum, ey. Das wäre natürlich super. Also wir haben nur dieses Schild. Hier muss ja die Herren sein. Alles mit. Nimm mal alles mit. Oh. Ich kann uns ja dann doch verkleiden.
können und so sehen, wer hier haust. Dass die Herrin ist. Ja, da brauchen wir wieder einen Dietrich. Oh, ich hab gedacht, da steht jetzt einer, ey. Alles klar, gehen wir da runter. Wo rennt die rum? Hier geht's wieder runter. Da hinten waren wir jetzt. Alles klar, dann gehen wir mal dahin. Da kommen wir auch wieder hier rein. Da waren wir drin, ne? Ja. Hier ist nochmal so ein Turm. Scheint Art Kerker zu sein. Okay, nicht. Gibt's nicht. Nein, die Seite. Was zum... Wo können die rumrennen? Herren. Da ist die Küche. Oben haben wir alles jetzt durch. Fragt er mich, wie viel ich dafür haben will. Hört, hört. Was, hältst ganz verblüfft? Nur war ich nicht sicher, ob Betty sie überhaupt verkaufen will. Also habe ich einen hohen Preis genannt. Und er sagt, ist gut. Und fängt an, Münzen zu glauben. Einfach so? Dabei soll er ein echter Knauser sein. Und was hat Betty dazu gesagt? Wie du dir vorstellen kannst, war sie sehr erfreut. Vor allem, als ich ihr gesagt habe, dass Tom alles abkaufen will. Ist doch toll. Ein paar Münzen extra schaden nie. Immerhin nur das Dach. Was? Es heißt, die hauen Rindvieh oder den Mann in zwei Hälften von oben nach unten mit einem Schlag. Kann nicht sein. Thank you.
Wir konnten da drüber springen. Super. Okay, wir verkleiden uns einfach mal. So, ich glaube, das müsste reichen. Wir probieren mal. Haben die uns jetzt gefangen genommen oder nicht? Hab dich! Ja. Du schickst mich von Pontius zu Pilatus. Lass mich, verflucht! Ich muss meine Eltern bestatten! Du gehst nirgendwo hin! Außer zurück hinein! Wenn ich es jetzt nicht tue, die Dohlen werden sie in Stücke reißen und über ungeweihtem Boden verstreuen. Und ich sitze hier fest, einen Katzensprung entfernt. Na gut, schubse mich. Ich sage, du hättest mich überrascht und ich wäre gestürzt. Ich kümmere mich um die anderen und du machst umgehend die Fliege. Verflucht! Mist! Mein Knöchel! Okay, aber wir wissen ja trotzdem nicht, wo wir jetzt eigentlich hinlaufen müssen. Ah, komm hoch. Die Herrin vielleicht hier unten bei den Dörfern ist?
Rose Benjamin. Wir haben auch kein Pferd, wir haben nichts, wir rennen da einfach so hin, ey. Wir sind auf dem richtigen Holzweg. Steckt hier drin? Ah, danke schön. Dass ein verlassenes Lager ist. Ja, super. Brauchen wir wieder einen Dietrich. Auf jeden Fall gibt's hier Suppe. Schafft ihr ein Pferd? Oh.